Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lego City Undercover. Hier müsste die Feuerwehrwache sein. Mein Sohn, der Justin, hat mir das gezeigt. Keine Ahnung, warum er es jetzt nicht zeigt, aber egal. Wir fahren jetzt mal zur Feuerwehrwache. Weil da will ich jetzt mal hin. Das ist ein No. Bist du jetzt da? Ich kann es schon sehen, Vinny. Genau, ich fahre jetzt. Okay, je früher du mir das Boot besorgst, desto besser. Jetzt fahren wir mal hin. Wo kommen die denn her? Da vor dir, Chase. So, willkommen zurück zu Video The Lego City Undercover. Ich danke fürs Zugucken. Gib dem Video einen Daumen hoch, ihr wisst Bescheid. Ey. Weil es ist immer besser, nie. Ja genau, wir müssen jetzt hier rüber. Das habe ich nicht geschafft. Keine Ahnung, wie man da runterkommt. Das muss ich mir nochmal angucken. Und dann werde ich euch das zeigen. Oh ja. Das wird sicher teuer. Das sowieso. Immer. Ups, sorry. Geht die Feuerwehrwache. Du hast dein Ziel erreicht. Du willst zur Feuerwehr? Dann komm rein. Komm schon, das Training wird in Kürze beginnen. Das Training wird in Kürze beginnen. Dann können wir auch Feuer löschen und so. Na ja, komm, lass uns mal da hingehen. Ja komm, ich komme. Musst nicht nervös sein. Außer gefährlichen Hochdruckschläuchen und flammenden Infernos ist alles harmlos. Oh, ehrlich? Ja, sag doch noch was. Ja, komm, lass uns das mal machen. Okay, jetzt geht's los. Spezialauftrag 9. Überwachtes Anwesen. Dann lass es mal. Dann werde ich nämlich auch frühstücken. Ich habe wieder Hunger. Ja. I'm so hungry. So, Rekrut, wie lautet dein Name? Pete. Peterson, Sir. Okay, Pete Peterson. Als Feuerwehrmänner sind wir Teamspieler. Teamspieler! Hab ich recht, McGurky? Was? Du hilfst ihm nicht. Es bedeutet, zu wissen, was die anderen Kollegen denken. Welchen Kuchen mag ich am liebsten, Pete Peterson? Schoko? Sogar der Frischling weiß das! Nun, Pete Peterson, dann wollen wir mal mit deinem Training beginnen. Oh. Was soll das denn? Ich hab dir noch nicht mal Anweisungen gegeben. Entschuldigung, ich war etwas aufgeregt. Feuerlöscher sind keine Spielzeuge! Mit denen spielt man nicht rum! Folge mir hier rüber. Hui! Das ist Officer Lopez Delgado! Hola! Er wird deine Grundausbildung übernehmen. Ich muss einen Vortrag über die Wichtigkeit der richtigen Sorte Geburtstagskuchen vorbereiten. Du bist Pete, richtig? Das ist wunderbar! Erstmal müssen wir dich aber in einen richtigen Feuerwehrmann verwandeln, stimmt's? In der mittleren Garage ist eine nagelneue Uniform. Aha. Falls du die Tür irgendwie aufkriegst. Hm.
Dann wollen wir erstmal alles zerstören, dann gucken wir mal. Vielleicht mit diesem Hebel hier? Könnte sein. Hat wohl jemand vergessen, das Garagentor fährt. Das Garagentor könnte wirklich einen Das Garagentor sollte mal jemand fertig streichen. Wir gehen erstmal gucken, was wir so haben. Wie geil. Okay, hier fehlt noch was. Hier fehlt was. Okay, alles klar. Gut, ich will schon gleich mal umgucken. Die sind auch voll am Dancen. Da, 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 da. Wie geil ist das denn? Okay, guck mal. Wir können uns erstmal umgucken hier. Wie viele sind denn hier? Okay. Gut, dann so. Alles klar. Jetzt machen wir erstmal hier das hier. Okay. Ja, das wäre ja auch zu einfach gewesen. Ja, auf jeden Fall zu einfach. Juhu. Hallo? Ach, du musst A drücken. Oh. Ja, ist ja gut, ey. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Farbwechsler, ne, der aber. Jawohl, mein Rot. Yo, Rock'n'Roll hier. Machen wir jetzt mal, ja. Er macht jetzt mal alles kaputt, was wir machen. Kaputt! Okay. Und wir sind Feuerwehrmann! Juhu! Geil. Jawoll, Feuerwehrmann! Du bist wohl ein echter Schnelldenker, eh? Okay, lassen wir es langsam und behutsam angehen. Oh nein, sieh nur, eine wahre Feuersbrunst. Wenn nur irgendjemand das Feuer mit einem Feuerlöscher eindämmen könnte. Eieieiei, könntest du das nicht für mich erledigen? Nee, später. Ich hab noch was zu tun. Na, lass sie einfach und wir können mit dem nächsten Teil des Trainings weitermachen. Mal gucken, vielleicht sagt er ja noch was. Wäre das nicht aufregend? Ich glaube schon, oder? Falls du nicht weißt, was zu tun ist, schnapp dir das spritzige Wasserdingsbums und mach damit die großen orangefarbenen Dinger aus. Ja, ich habe auch eine Weile gebraucht, bis ich das verstanden habe. Genau, einfach den Feuerlöscher benutzen und die bösen Flammen gehen weg.
Prima, gut gemacht. Du wirst für uns eine Bereicherung sein. Besonders in Anbetracht der vielen Brände in letzter Zeit. Allerdings war bei den meisten Bränden in letzter Zeit eher das Eigentum von Kleinkriminellen betroffen. Als ob jemand einen Konkurrenten aus dem Geschäft drängen will. Okay. Gute Arbeit! Warte kurz! Die Tür ist verschlossen! Oh, und ein unschuldiges Ventilrad steckt dahinter fest! Und hier, schau, eine Feuerwehraxt! Ob du mit dieser Axt irgendwie diese Tür klein kriegst? Keine Sorge, das gibt doch keinen Ärger! Wenn du einen Einschlag in der Tür hast, versuch es am besten mal mit der Spitzenseite der Axt. Spitzenseite der Axt. Hier ist Pitti. Hey, du bist doch groß und stark, oder? Schnapp dir das Ventil. Ich dachte, er sagt noch was, deswegen. Gut! Oh yeah. Sieh dir das nur an! Einer deiner zukünftigen Kameraden hat aus Versehen den Schlauchdruck zu sehr erhöht! Wer ihm da wohl helfen könnte? Vielleicht jemand mit einem Ventil? Ja! Verstehst du, worauf ich hinaus will? Ein Ventil, um den Druck zu senken! Sieht doch geil aus. Juhu! Ja! Wie geil ist das denn? Ey? Wow, wow, wow! Da sagt er noch was. Hilfe! Da jetzt. Halt. Hilf mir! Bitte! Hast ganz schön lange durchgehalten. Das muss ein neuer Rekord sein. Ja. Bueno. Das hast du ja schnell erledigt. Ich bin beeindruckt. Bereit für den nächsten Abschnitt? Was da wohl Verrücktes auf uns wartet? Mach die Tore auf! Auch wieder Rex Fury, dann lassen wir öfter hier spielen. Warum auch immer. Hat der so viel Muskelkraft und Chase nicht, oder? Was mache ich denn da? Hier da. Wir gehen jetzt natürlich erstmal gucken. Was man hier so machen kann. Was macht der denn da? Okay, ja gut, jetzt haben wir alles mal geschnappt und jetzt gehen wir mal hier hin. Oh nein! Schau! Ein paar deiner Arbeitskollegen sitzen auf dem Gebäude fest! Bin ich nicht ein super Schauspieler? Sag den anderen doch bitte, wohin sie das Trampolin tragen sollen. Damit du deine Kollegen retten kannst. Nach links! Stopp! Geronimo! Ja, Geronimo! Toll gefallen! Ein Stück nach rechts. Gut gemacht. Hey, Geronimo. Erwischt. Nach links.
Geronimo's Cadillac. Bleib das Ding! Hey! Achtung! Bleib das um Ding! Wuhu! Gut gemacht! Okay. Rechts! Fertig machen! Oh. Das war knapp! Nach rechts! Fertig machen! Yay! Auch das gut. Waren alle! Gute Arbeit! Jetzt, wo sie sicher unten sind, können wir das Feuer oben löschen. Aber dein eigener Feuerlöscher reicht für diese Art Flamme nicht aus. Dafür aber diese hier. Ja, die sind ziemlich beeindruckend, was? Sag Hallo zu meinen großen Freunden hier. Schnapp dir eine von ihnen. Hervorragend! Die Wasserkanone hat viel mehr Reichweite als dein Feuerlöscher. Okay, also so. Das war die Hälfte! Du bist ein echtes Naturtalent! Und fertig! Das war doch gar nicht so schwer, oder? Nein! Schnell! Es gibt da eine echte Notsituation! Notsituation! Ah, du schauspielerst doch wieder, oder? Ja! Unser Stationsmaskottchen Admiral Pompon Moggins der Dritte sitzt fest auf dem Dach. Ich soll eine Katze retten? Oh ja! Jetzt wirst du den Arbeitsalltag eines Feuerwehrmanns in Lego City kennenlernen. Katzen zu retten ist ein Hochgenuss. Weil sie ja meistens recht weit oben sitzen. Du musst aber erst mal irgendwie an ihn rankommen. Bau dir eine Leiter! Bau dir eine Leiter! Mach mal. Nur zu! Hoffentlich ist mein Training bald zu Ende. Ich muss noch an das Löschboot kommen. Hat Winnie erstmal das Boot, verfolge ich ihn bis zu Rex. Ist er sicher Chasey McCaney? Chasey McCaney. Beeilung! Es ist bald Zeit für Admiral Pompons Nickerchen. Waren deshalb diese stinkenden Fischstückchen in der Tasche meiner Uniform? Exakt! Aber auch als Notration für dich. Ja.
könnte nur eins nehmen. Oh. Okay. Oh, was ist das denn? Voll nicht gewusst, was ist das denn gewesen? Was? Admiral Pompon hat unser vorheriges Maskottchen, Kommandant Kralle, abgelöst. Und glaub mir, Kommandant Kralle hatte seinen Namen verdient. Messerscharf bei Vertragsverhandlungen. Manche Stadt, die fliegen einfach so weg, das ist ein bisschen blöd, oder? Der? Ja, der war's, ne? Hallo, fährt doch zurück. Ach, du musst dahin fahren. Wie fährt denn zurück? Jetzt haben wir da Waffen. Mein Gott, ich wollte gerade sagen, ey. Was ist denn das für eine Scheiße? Und? Na komm. Okay, dann sind wir hier fertig. Bis gleich drin bei der Geburtstagsfeier vom Brandmeister. Da gibt es eine Menge zu essen. Ah, hier sind schon unten. Na ja, komm, lass uns reingehen. Wow, das haben sie aber schön hergerichtet hier. Ah, das könnten wir mal für Chief Dumby machen. Dann wäre er vielleicht auch nicht so mürrisch. Wie krass ist das denn? Hey, Chasey, wie läuft's bei deinem neuen Job? Gut, aber ich muss den Brandmeister aus seinem Büro locken, damit ich die Tür zum Bootshaus aufbekomme. Wirst mich schon nicht enttäuschen, Kleiner. Die letzte Person, die mich enttäuscht hat, hat die Farm gekauft, weißt du? Du meinst... Genau, selbst nach meiner Warnung vor dieser Fehlinvestition. Aber lass dich nicht unter Druck setzen. Du kriegst das schon hin, Kleiner. Jeder hat irgendeine Schwäche. Gar nicht gut. Das kriege ich nicht hin. Die Köpfe drehen sich und ich kann meinen Feuerlöscher nicht gerade halten. Genau das Problem hatte ich auch. Ist schon besorgniserregend. Immerhin sind wir ja Feuerwehrmänner. Zieh Leine, ich bin beschäftigt. Ich heule nicht. Warte, erstmal hier unten war es ein bisschen kaputt. Boah, die ganze Party schmeißt er hier, ey.
Ich schmeiß die ganze Party kaputt hier. Schön dekoriert, aber trotzdem alles kaputt machen. Ja, ja. Hier ist nichts mehr, fast nichts mehr da. Chase ist gemein. Ich hatte Frosty. Mal gucken, was wir hier kriegen. Yeah! Nix, aber. Jawohl. Aber es tat wohl ehrlich. Brandmeister Burns ist ja so ein Spielverderber. Ja, nur weil wir ihm den falschen Kuchen besorgt haben. Und die Kerze für ihn ausgepustet haben. Und einige seiner Geschenke geöffnet haben. Und ihm zum 50. gratuliert haben, obwohl er erst 40 geworden ist. Und ihm eine Muttertags statt einer Geburtstagskarte gegeben haben. Und seinen Namen falsch geschrieben haben. Na und? Er ist ja so empfindlich. Du musst auf ihre Münder zielen. Aber nur, wenn sie dich anschauen. Hey, du hast es geschafft. Ja, da, wunderbar. Gut gemacht, Mann. Absolute Weltklasse. Was ist denn da draußen los? Ich verbiete mir, dass ihr an meinem Geburtstag Spaß habt. Wehe, ich sehe da unten jemand lächeln. Das auch noch zerstören? Ach du Scheiße, ehrlich. Wie geil ist das denn? Okay, ich glaube, hier unten haben wir alles. Lass uns mal hochgehen. Wer hätte gedacht, dass man als Feuerwehrmann so viel Papierkram am Hals hat? Ja, echt unglaublich. Es gibt hunderte Formulare nur für das Retten von Katzen. Weiß ich. Wo wir schon dabei sind. Hast du einen 37B? So eins für kurzhaarige, gefleckte Katzen auf Eichen. Nee, leider keins mehr da. Ich hab eins für langhaarige, schlecht gelaunte Perserkatzen mit grünen Augen auf einem Straßenschild. Interesse? Nee. Nee. Lüttich gearbeitet. Gut. Ich bin wohl mit der Arbeit für heute fertig. Ich hätte ein Buch einpacken sollen. Okay. Hast du dich schon mal in Burns Büro geschlichen? Fast. Bin oben auf die Lampe davor geklettert. Aber von da war es für einen Sprung zu weit. Würde es mit einem Gleitschirm klappen? Da hätte ich total Lust drauf. Ah, okay. Geht mal nach Hause, hier gibt es nichts zu sehen. Nach Hause jetzt hier.
Boah, das kannst du auch zerstören. Boah, wie krass ist das denn? Was ist das denn jetzt? Warum krieg ich da nicht hin? Also, wir haben eine Idee. Wie komme ich denn da hier hin? Danke fürs Zugucken, abonnieren, liken, teilen, kommentieren. Bis dann, ich überleg mir mal, wie man darüber kommt. Bis dann, ciao.